und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Andy von Collect & Trade hier und heute packen wir was ganz Besonderes aus dem Rise TCG Universum, und zwar Candypocalypse Sample English. Ja, das Ganze gibt es auch noch in Französisch, aber wir gucken heute mal ein paar Booster Englisch rein. Ja. Viele, viele Leute erwarten das Set Candypocalypse sehr, ja, heiß. Sie sind richtig, sie brennen richtig dafür. Und ja, thematisiert ist das natürlich mit Süßigkeiten. Es ist thematisiert mit Süßigkeiten. Ja, also es geht hier um Süßigkeiten, um Sweets, um Candy. Ja, darum geht es hier. Und allein das Display, wie wir sehen, das sieht schon super, super schön aus. Wir haben Candy Coma hier oben drauf, das Artwork davon. Und noch weitere, beziehungsweise die Booster sehen alle gleich aus. Das Display sieht so aus, wie ich es euch jetzt zeige. Ja, gar nicht so viele Details drauf. A Trading Card Game bei uns von der Rally, Candypocalypse und a Sample Dingsbums. Ja. Das Wichtige da drin ist natürlich, sind natürlich die Karten. Ein Display hat 24 Booster. Man kann einen Booster bekommen, wenn man Beta-Boxes, also Booster-Boxes vom Beta-Set, vorbestellt. Und ich würde sagen, wir machen heute mal so 4-5 Booster auf. Und ja, gucken wir uns das einfach an. Auf den Boostern selber ist nicht viel zu sehen, außer dass es halt ein Kartenspiel ist und Sample-Karten und dass 10 Karten drin sind pro Booster. Ja, pro Booster werden insgesamt 10 Karten drin sein, 4 Nicht-Holo und 6 Holo-Karten. Ja, verschiedene Foil-Pattern, aber das gucken wir uns jetzt genau an, wie das aussieht. Ja, wie sehen die Karten aus? Was erwartet uns im richtigen Set? Vielleicht ungefähr. Ja, das ist nicht das finale Produkt, es sind Sample-Karten, ganz klare Sache, das müsst ihr immer bedenken, falls ihr hier irgendwelche Fehler seht, falls ihr irgendwas, ja, was euch aufstößt, dann gerne mitteilen in den Kommentaren, denn dann kann François da vielleicht noch was dran drehen. Hier haben wir einmal Creamia, ja, Karte 61, unten links sehen wir wieder die Set-Nummerierung, ja, ich hoffe, man kann es sehen, da. Und die Edition EN24, ja, englische Karten aus dem Jahr 2024, ja. Und auch die Nicht-Holo-Karten sind jetzt in diesem Set hier nur mit einer Struktur auf der Karte, wie wir hier sehen können. Ja, es glänzt, es hat Struktur, richtig geile Sache eigentlich, ne, würde ich behaupten. Genau, so, nächste Karte, Cassandra, ne, Cassandre. Karte Nummer 4, eine Rare. Und auch das Symbol hier unten, das Set-Symbol in der Rarity-Stamp hat sich verändert. Ja. Sehr, sehr cool. Ihr schreibt auf jeden Fall gerne mal gleich in die Kommentare, was sind eure Lieblingskarten gewesen aus diesem Opening und was ist euer Lieblings-Foil-Effekt. Ja, hier haben wir Nama the Queen. Und ich finde es richtig cool, dass die Nicht-Holo-Karten jetzt auch so eine Struktur haben auf der Karte. Wie findet ihr das? Spricht euch das an? Findet ihr, sie sollten vielleicht lieber glatt sein, so wie bei Alpha und Beta? Oder findet ihr, das sollte beibehalten werden, dass die Struktur da ist? Ich meine, die Struktur, die erarbeitet François ja sowieso für die holographischen Karten. Warum dann nicht auch auf die Non-Holos hier printen? Okay, erste Holo, Blood Fragment. Ja, eine Common-Karte hier in Holo. Karte 87, sehr stark rot, aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. So, die zweite Holo, also das ist der Standard-Holo-Effekt, ne? Ganz, ganz normale Holo, keine besondere, andere weiteren Effekte, bis auf das Pattern halt da drauf, beziehungsweise die Struktur, nicht Pattern. Banana, Banana, Banana Psy, Karte 38, Banana Psycho. Absolut, der sieht auch aus wie ein Psycho. Dann die nächste Karte ist Creamia in Cracked Eyes Holographic. Nice. Kennen wir ja vom Anfang des Boosters schon. That Furious. Hm. Ein Zombie mal wieder. Wie wir es auch aus den anderen Sets kennen. Dürfen nicht fehlen, die Zombies. Auch wenn es um Süßigkeiten geht, nicht? Candy Fairy. Ja, die Candy Fee haben wir hier. Karte 55 im Glitter Holo. Das heißt, wir haben die drei Holo-Effekte. Wir haben Glitter, wir haben Cracked Eyes und wir haben Standard Foil. Was ist euer Liebling davon? Schreibt es gerne in die Kommentare.
Nice. Sieht auf jeden Fall alles für mich sehr gut aus. Und hier haben wir noch Dazzling Sunshine. Wow. Kennen wir auch einige Karten davon natürlich schon aus dem Vault Pack Nummer 2. Denn da drin gab es ja die Test Full Arts und sowas. Ne? Ich glaube, hier drin können wir keine Full Arts ziehen. Das sind alles nur die ganz normalen Karten hier in diesem Sample. Aber das sieht für mich schon fast aus wie eine Full Art. Also die sind schon sehr, sehr schön. Gucken wir rein ins zweite Booster. Ja, also mein Favorite ist, glaube ich, aus dem ersten Booster jetzt dieses Dazzling Sunshine. Ich weiß nicht warum, aber die wirkt so schön. Okay, nächstes Pack. Pinky. Können wir vielleicht hier noch ein bisschen runterschrauben? So. Genau. Pinky Nummer 64. Sieht aus wie... Was macht die denn da gerade? Hat die einen Feuerball, den sie Gassi führt oder was? Pinky, Fairy. Auf jeden Fall eine Fee. Dann Red Licorice Candy. Licorice Candy. Karte 87. Eine Süßigkeit. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht von Haribo, glaube ich, ne? Dann The Noodle Dragon. Ich weiß nicht, was Nudeln mit Candy zu tun haben, aber es ist auf jeden Fall was zu essen. Von dem her könnte es schon thematisch mit reinpassen. 35. Ein Drache, richtig cool. Sugar Candy. Hier haben wir die Karte, die auf den Boostern, ja, das Artwork, was auf den Boostern drauf ist. Nummer 116, Sugar Candy. Schöne, schöne Karte. Eine Dame, die einen Riesenlutscher in der Hand hält. Dann haben wir Zenit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zenit, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Ich weiß nicht, warum das eine Uncommon ist. Ich finde, das könnte auch schon eine Legendary sein. So vom Artwork her hammermäßig, ja. Hammermäßig. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen der Spielstärke her. Bloody Clover hier, die zweite Standard Holo. Der Standard Holo ist übrigens so ein bisschen mit so einem Rainbow-Effekt, würde ich sagen. Ja, man sieht auch die verschiedenen Farben da so durchgucken durch die Karte. Dann haben wir die nächste Candy-Karte hier in Cracked Ice. Eine Mint Candy Nummer 82. Sieht auch sehr stark aus. Oh mein Gott, schön. Candy Coma, eine meiner Lieblingskarten aus dem Vault 2 und vor allem auch aus dem Prestige 2023, wo man die Full Art erziehen konnte, die mit dem Goldstamp. Hier haben wir sie als Legendary nochmal in Cracked Ice. Wow, mega. So, von der Qualität her muss ich sagen, sehen die Karten alle sehr, sehr gut aus. Ja, also ich sehe jetzt nicht irgendwo Beschädigungen oder sowas. Das spricht auf jeden Fall schon mal dafür, dass der eigentliche Druck, der richtige Druck dann auch wahrscheinlich... Oh, was ein Pack. Hier sind zwei Legendaries drin. Mint Candy haben wir hier noch. In Glittervoll. Und dann nochmal die nächste Legendary, der Seasoning Guard in Glitter. Nice. So, da bin ich wieder. Abgeschlossen haben wir beim zweiten Booster mit der Karte hier. Ja, Speicher voll, kann man nichts machen, ne? Karte 31, auch der Legendary, sehr schöne Geschichte. So, was dann mein Favorit ist, muss ich glaube ich gar nicht erst erwähnen, weil Candy Coma, ich glaube an der Reaktion hat man es gemerkt. So, drittes Pack hier. Distress, ne, rare, sehr schön. Sieht ein bisschen traurig aus, die Dame, aber ja. Man kann nicht immer happy sein, ne? Banana Psycho in Non-Holo, aber natürlich trotzdem hier wieder mit dem Pattern Hellbore. Nice, das war auch eine Full-Art-Karte im Vault 2, die man hätte ziehen können zum Beispiel. Red Liquor Ice Candy in Normal-Holo. Aloqua kennen wir auch aus dem Vault 2 Pack. Auch ein cooles Artwork, wie ich finde. Dann haben wir wieder Mint Candy in Cracked Ice. Ich glaube, das haben wir schon gesehen im Pack zuvor. Poisoned, ein neues Auge hier. The Taster has done a bad job. Cracked Ice, nice. Nächste Karte. Eine Candy Clover. Das aber auch nur eine Common Karte hier. Nicht so selten. Candy, ich glaube, Candy sollte ein Set auch, also ein neues Hauptset ist das natürlich. Aber sollte auch was sein für Sammler, so wie ich das verstanden habe. Und so wie die Karten hier aussehen, kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Was für Holo-Effekte wir dann da letztendlich kriegen, ist glaube ich noch nicht ganz klar. Kelly Fien.
Calafine, 42, Rare-Karte hier. Nice. Okay, da war jetzt kein krasser Banger so drin, würde ich behaupten. Also nichts, was mich jetzt mega überrascht hat. Aber muss natürlich auch nicht in jedem Booster so sein. Die Karte ist irgendwie weggeflogen, wie es aussieht. Oder die war noch im Booster drin. So. Viertes Booster. Candy Fairy kennen wir, haben wir schon gesehen. Dann Candy Morpher. Ja, Karte 45. When Candy Morpher comes into play, it copies target food card creature on your battlefield. Okay. Ist also tatsächlich eine Morpher-Card. Bloody Clover. Nice, haben wir auch schon gesehen in Holo. Und hier haben wir Lucky Charm. Auch eine coole, schöne Karte. Gab es ebenfalls auch im Vault 2 als Full Art zu ziehen. Clone Gourmet. Hallöchen. Der sieht böse aus, wie ein Chefkoch. Mia, auch eine sehr, sehr schöne Karte. In Normal Holo hier mit Rainbow-Effekt. Karte Nummer 3. Summoner, nebenbei. Amiya summons a Rank Infinity Angel Creature. Mhm. Target Angel from your cemetery on the battlefield. Okay, der kann also auch einen Angel wiederbeleben vom Friedhof. During his turn. Ja, nice. Also ist eine Angel Support Karte quasi, ne? Candy Clover hier in Cracked Eyes nochmal. Candy Apocalypse. Die Candy Apocalypse Legendary als Cracked Eyes hier. Strong. Ob dieses Artwork wohl auf dem richtigen Display dann drauf sein wird? Wer weiß, wer weiß. Hört sich schon fast danach an. Dann haben wir als nächstes noch eine Legendary auf jeden Fall am Ende hier drin. Emorgia. 114. Noch ein weiteres Auge. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesehen haben. Aber was haben wir hier noch? 127. Noch eine. Sweet Claw of a Flower. Nice, die nächste Legendary-Karte hier drin. Ja, wir kennen ja alle die LCF, die Light Clover Flower. Hier haben wir die Sweet Clover Flower. Mein Gott, schwer auszusprechen. Mit dem Glitter-Effekt hier. Nice. Die Booster mit zwei Legendaries drin, die gefallen mir natürlich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, weil es so gut läuft, machen wir tatsächlich noch eins auf. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht auf dem Discord oder so im Live auch mal was aufmache, aber... warum? Machen wir doch ein cooles Video draus. Jetzt habe ich noch vier Stück übrig, glaube ich. Zumindest aktuell. Candy Fairy. Red kennen wir auch schon. Lucky Charm kennen wir ebenfalls. Meal Candy. Ja, Meal ist ja die Karte, nicht die Karte, die Katze von François, von dem Creator. Und hier als Bonbon quasi einmal. Auch witzige Idee. Thanet, nochmals Normal Holo, kennen wir auch jetzt schon. Alacqua, normales Holo, kennen wir auch jetzt schon. Thirst for Blood and Cracked Eyes. Sieht böse aus. Was ich noch gerne ziehen würde, wäre die Burned Witch. Die wäre cool. Cotton Candy Cat, nice, auch cool. Ja, ich bin ein Katzenfreund und ich freue mich über jede Karte, die eine Katze zeigt oder widerspiegelt. Red Licorice Candy. So, und als letztes hier drin haben wir noch eine Hellbore in Glitter. Nice. Wisst ihr was? Machen wir die letzten vier auch noch auf hier. Heute, hier und jetzt. Heute und hier und jetzt. Weil das Video eh zwischendurch einmal kurz pausiert war. Puh, na. Machen wir das doch. Und gucken mal, ob wir hier noch eine Burned Witch ziehen können. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in dem Sample zu ziehen ist. Das ist auch mal noch die Frage, ne? Aber ich hoffe einfach drauf. Zenith hier wieder. Rapture. Hier haben wir wieder eine... Haben wir die schon gesehen? Oder ist das eine neue Karte? Ich habe halt ein paar Karten schon auf Discord und sowas gesehen. Also wenn ihr an diesen Karten interessiert seid, falls ihr das erste Mal seht, hier vielleicht auch, dann kommt gerne auf den Discord-Server. Alles in der Videobeschreibung. Und checkt das aus. Ja, seid Teil der Community. Seasoning Guard Legendary als Non-Holo. Hemo Yellow, ein Wackelpudding in Rot. Ja. In Standard Holo, nice. Wen haben wir denn hier schon wieder? Die Normal Holo Candy Apocalypse. Gerade hatten wir, glaube ich, Cracked Eyes, oder? Nice. Ich weiß nicht, ob das die spielstärkste ist.
aber es ist auf jeden Fall eine Imminent-Karte. Your Summoners lose 3 HP, wenn man irgendwas ausführt. Okay, Infinite Elimination. Elimination. Hatte ich auch schon als Full Art aus der Vol 2. Vol 2 wird oft erwähnt, ich weiß, weil man da halt diese Testkarten hier ziehen konnte. Bloody Clover in Cracked Eyes, done. Zenith in Glitter, nice. Die sehen für mich echt tatsächlich so aus, als wären das Full Art Karten, aber es sind keine, ne? Schön. Und die letzte Karte hier drin, ein Bananapsycho in Glitter. Sick. Geil, geil. Ja, also letztendlich, wie findet ihr die Karten? Schreibt auf jeden Fall eine Bewertung in die Kommentare, das will ich von euch wissen. Das Video hier wird es auch wieder in Englisch, Französisch und Deutsch geben, so wie ich das versuche. Ja, das ist mein Bestreben. Kennen wir auch. Dann Support Level Up, eine neue Karte hier, die wir hier jetzt heute sehen, zumindest in diesem Opening. Nice, Karte 20. Pest. Danke fürs Unterbrechen, meine Aufnahme schon wieder. Ich darf das dann wieder zusammenschieben. Candy Clover in Normal Holo hier, nice Sache. Die Bloody Clover direkt hinterher. Jetzt kommen wir zur ersten Cracked Ice hier drin, eine Candy Fairy. Und dahinter ein Candy Sword, nice. Ob das wohl Ähnlichkeiten hat vom Spielen her mit dem anderen Schwert? Wie heißt das denn jetzt nochmal? Mir fällt der Name wieder nicht ein. Ja, weiß ich auch nicht. Pinky in Glitter. Und als letzte Karte hier drin, Alacqua nochmal in Glitter Holo. Wow. Von hinten sehen die Karten natürlich auch wieder total standardmäßig aus, ne? So wie wir das eigentlich auch kennen jetzt schon mittlerweile. Schwarz, Rice und die Struktur drauf. Da ist nichts Besonderes Neues jetzt in den Testkarten zumindest. Die Stamps sind Gold mit dem neuen Logo da drin. In die davor gültigen Testkarten, die waren ja mit einem Rainbow Stamp. Okay, die Karten. Die können wir mittlerweile auch. Oh, hier haben wir die nächste. Valhalla. Ja, Valhalla. Es gibt übrigens auch, soweit ich weiß, zu vielen dieser Items und Karten und Charakteren irgendwas mit Videospielen. Da müsst ihr euch mal irgendwie informieren, was François da in der Vergangenheit für Videospiele gemacht hat. Manches kommt einem vielleicht bekannt vor. Mint Candy in Normal Holo. Cassandra mal wieder. In Normal Holo. Thanet mal wieder in Cracked Ice Holo. Candy Coma in Cracked Ice. Nice. Die hatten wir, glaube ich, in Standard, ne? Bisher. Wäre natürlich cool, wenn wir davon alle drei Varianten kriegen würden. Ist natürlich jetzt noch schwer, aus dem letzten Booster die noch zu ziehen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Hey, immer wenn eine Legendary drin ist, sind dann da zwei drin. Das ist ja der Hammer. Blood Fragment in Glitter. Und die letzte ist nochmal eine Seasoning Guard Glitter. Nice. Ich glaube, den habe ich jetzt doppelt, oder? Ja, habe ich doppelt. Weil wenn ihr die braucht, tauschen wollt, let's go. Lasst uns unsere Sets vervollständigen vom Sample Candy. Ich helfe euch, ihr helft mir und dann sind wir beide doch oder alle glücklich. Candy Clover. Mint Candy als Non-Holo. Eine Hellbore als Non-Holo. Mirror Breaker. Nice. Auch eine spielstarke Karte, so wie ich das verstanden habe. As long as the Mirror Breaker is in play, no Mirror Card can be played. Ja, also spielt ihr die aus, kann keine Mirror Card mehr gespielt werden. Candy Fairy Standard Holo. Ich habe ein bisschen was im Hals. Es kratzt ein bisschen. Lucky Charm. Standard Holo. Geil. Clone Gourmet. Dann, oh ja, wieder eine Legendary. Das heißt, wir haben hier vielleicht noch die Chance auf eine zweite Legendary drin. Sweet Clover Flower in Cracked Ice. Dann die nächste Karte, eine Bloody V. Haben wir auch noch nicht gesehen hier. Bloody V, Glitter, Karte 59. Until the end of turn, each time a food card is invoked, Bloody V gain +1/+1 charge counter. Und die letzte Legendary hier drin ist eine Candy Apocalypse, nice, in Glitter. Haben wir jetzt alle davon gezogen? Da muss ich gerade mal gucken, ne? Das würde mich jetzt mal interessieren. Zumindest von dieser Candy.